Letzter Redner in der Debatte, Lothar Binding für die SPD-Fraktion. Der Mann mit dem Zollstock. Heute ohne Zollstock. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Hans, ob ich das eben richtig gehört habe, Hans Michelbach, dass du den Soli in dieser Legislaturperiode komplett abschaffen möchtest und die Freigrenzen zur Disposition stellst, weil das wäre natürlich dann nicht das, was wir verabredet haben. Und wir haben schon den Ehrgeiz, uns an unsere Verabredung zu halten. Also eine gewisse Vertragstreue ist eine gute Idee, und das ist auch mit der SPD-Fraktion jeder gut aufgehoben. Ich wollte das nur korrigieren. Möglicherweise habe ich auch in dem Moment nicht ganz konzentriert zugehört. Das kann immer mal passieren. Mein eigentlicher Beginn sollte nämlich ganz anders sein, nämlich mit dem Weitblick eines unserer Vorsitzenden, der gesagt hat, die Opposition ist Mist. Und da hat er recht gehabt, das muss ich sagen. Also trotzdem kann eine Opposition gut sein, wenn sie eigene Ideen hat, wenn sie sich einbringt, wenn sie Fantasie hat, Kreativität, Zukunftsgewandtheit. Kann eine Opposition gut sein, die Gesellschaft weiterbringen, weil die guten Ideen übernehmen ja die Regierungskoalition fast automatisch. Also ja, völlig klar. Wer natürlich in der Hochkonjunkturphase falsche Vorschläge macht und damit die Zukunftsfähigkeit gefährdet, ja, der kann nicht erwarten, dass die Regierungskoalition diese Ideen aufnehmen. Schlechte Opposition ist allerdings die, die einfallslos und langweilig ist. Und was ist einfallslos und langweilig? Du guckst mal, was die anderen machen, schreibst ein bisschen was ab, nicht ganz korrekt, aber doch so irgendwie die Überschrift, und dann kriddelt man daran rum. Jetzt gibt es besonders schlaue Kritikpunkte, ich will mal ein paar nennen. Dieser Antrag kommt zu früh oder dieser Antrag kommt zu spät. Dieser Antrag ist nicht genug, da könnte ja jeder kommen, oder es ist zu viel. Und wenn gar nichts mehr hilft, ist er verfassungswidrig. Und das Besondere bei der Verfassungswidrigkeit ist ja, dass das Verfassungsgericht feststellt und weder ein Gutachter noch eine Bundestagsfraktion. Deshalb ist es immer gut, man geht damit vorsichtig um. Übrigens, unsere Ziele sind ja ganz andere. Und deshalb gehen wir mit diesem Soli auch so um, wie wir damit umgehen. Denn wir wollen was für Kinder machen, für Familien, für den Wohnungsbau. Kann man gar nicht mehr hören, ist aber nie genug gesagt für Schulen, für die Polizei, für die Studenten, für die Meister, für die Beschäftigung. Weil da hat Hans Michelbach recht gehabt und der Michael Schrodi hat sehr schön erklärt, Beschäftigung ist eins der wichtigsten Dinge, die unsere Zukunft sichert. Deshalb ist das klug. Deshalb sagen wir auch, den Soli abschaffen für 90% aller Einkommensteuerbezieher. Viele zahlen ihn ja sowieso nicht, aber für 90% der Einkommenssteuerzahler. Und das macht ungefähr 10 Milliarden aus. Manchmal sagen die Leute, das ist wenig. Aber ich will nur mal sagen, es ist ungefähr Faktor 10 der Hotelsteuer. Und die war ja damals das ganz Besonderes. Also man merkt, das hat schon eine gewisse Dimension. Und wer jetzt den Soli vollständig und sofort abschaffen will, ja, der entlastet eigentlich nur die Reichen. Das ist der einzige Effekt. Denn die Freigrenze sorgt dafür, dass sie nach unten nicht bezahlt wird, nach oben die Belastung fair ist. Und jeder muss erklären, warum er das in der Hochkonjunktur, da ist ja das Wort sofort drin in diesem Antrag, warum er das jetzt machen will. Was ist denn, wenn ich das jetzt in einer Hochkonjunkturphase mache? Nein, das wäre grundverkehrt. Nein, tut mir leid, es geht heute nicht um den Glaserfonds in Frankfurt. Es geht um solche Dinge gar nicht, sondern mir geht es heute um die Abschaffung des Soli, wird beantragt und da möchte ich dagegen vortragen. Ich will noch ein Argument, das vorhin in der Zwischenfrage genannt wurde, der Vorlagebeschluss des Niedersächsischen Finanzgerichts. Leider ist der ungeeignet. Das wissen auch inzwischen die Gerichte. Der bezieht sich nämlich auf eine Rechtslage von 2007. Jetzt weiß aber jeder, dass wir die gewerbesteuerliche Anrechnung mit der Unternehmenssteuer im Jahr 2008 korrigiert haben. Das heißt, der Rechtsbezug ist überhaupt rückwirkend und für die Zukunft gar nicht geeignet. Insofern ist es eigentlich Unsinn, dass man diesen Rechtsbezug so herstellt. Und das zeigt, wie schlecht dieser Antrag vorbereitet wurde. Und man muss einfach sagen, dass hier der Soli völlig falsch aufgefasst wird. Und deshalb will ich vielleicht zusammenfassend, weil hier jetzt minus 11 steht, sagen, ich habe gelernt, besser nicht regieren als schlecht regieren. Das heißt aber nicht, dass man automatisch schlechte Opposition sein muss. Vielen Dank, lieber Lothar Binding.